Der Präsident ist hier! Ja, so sieht das nämlich aus. Voller Motivation sind wir da und wollen jetzt im Rampenlicht stehen. Wir sind immer noch College Basketball. Ich spiele, ich habe letztens unter aller Sau gespielt, meiner Meinung nach. Mal schauen. Wo sind wir denn? Bei den Römern oder was? Ja, komm. Gegen Michigan State. Ich sag doch, da sind die Römer hier. So, Gaines, mach was draus. Nein, gib mir nicht den Ball. Ja, jetzt gibst du mir den Ball, wo ich ihn nicht mehr haben will, ne? Arschloch. Was denn wieder? So, Gaines. Ja, Assist, Alter. Uhr runtergespielt, war auch mal in Ordnung. Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich denn? Ach, da hinten. Was mache ich denn da hinten, Alter? Manchmal bin ich verwirrt und weiß nicht, wo ich bin. Zuweisung aus Glück. Gleich Minuspunkte, weil ich nicht hier bei Paulus stehe. Mann, 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 Mann. Nimmt die mal einer den Ball ab da. Wenn es so lange dauert. Ja, was soll ich sagen? Die Gegner spielen das Ding so runter, aber irgendwie sehr lange. Gaines, Alter. Warum nicht zu dem Typen, der vorne frei steht? Was ist denn hier los? Ja, mach's halt alleine und lass den Ball wegnehmen, Alter. Mach's halt, ja. Ganz ehrlich, das ist doch schon wieder affig, Alter. Du stehst frei und kriegst den Ball nicht. Das ist so affig. No Teamplay Style, das ist einfach nur, ich will der Coolste sein, auch wenn ich nichts kann, Junge. Ja. Gaines hat den Typen mal eben abgepflückt. Ja, das sind gar keine Römer, das sind die Spartaner. So, Rebound. Ja, sehr was, der ging nicht rein. Was, Digga? Ich bin schon drin gesehen. Ich muss mal ein paar Punkte machen. Langsam wird peinlich. Gaines macht ihn. Assist, faul gezogen. Alles super. Boah, wir führen 6-1. Ich habe 2 Assists, 1 Rebound. Wird ein bisschen besser laufen, aber sonst ist alles tuffig. Alter, ich komme gar nicht durch hier, durch die Menge. Ja, Defensiv-Kollaps. Da waren 2 Screens, meine Leute haben mich sehr... Ich suche dauernd Ausreden, merkt ihr das? Gar nicht. Warum passt er nicht, wann er soll? Mann, Dreier geschmissen. Muss ja auch mal was machen hier. Mein Team keinen Bock hat. Meiner.
Und da hat der mir wieder den Ball aus der Hand geschlagen. Aber ich habe ihn wieder reingemacht. Ich wollte ihn eigentlich reindanken, aber mein Typ ist zu langsam. Hey, ja. Der Präsident rasiert, Junge. Nein! Da komme ich gar nicht hinterher. Der nimmt ihn jetzt mit Freude und macht ihn rein. Ja, kann ich nichts machen. Mein Fehler. Beziehungsweise mein Teammate wollte einen Ball. Und ich habe ihn ihnen gegeben. Mache ich nie wieder. And one. Freiburg verwandelt. Three points. Wieder mal für mich. Aber ganz ehrlich, manchmal müssten die NPCs, die könnten echt mal ein bisschen intelligenter arbeiten. ...14-7 und 19-11, okay. Ja. Bis auf die Steals... ...machen wir die nass. Hallo, willkommen zurück. Das ist College Basketball on 2K Sports. And if you're just tuning in, this is Kevin Harlan along with Greg Anthony and Clark Kellogg as we get set for the second half. Ja, stell dich doch einfach mal im Korb, unterm Korb, Alter. By any means, but one quick run and we could be right back where we started. Ja, natürlich, die schmeißen den Ball von überall rein. Zack. So, Duncan, den hättest du schon längst reinmachen müssen jetzt. Geht natürlich nicht rein, Alter. Manchmal verstehe ich es nicht. Einfach reinfallen müssen. Natürlich. So, Gaines. Ach, Gaines. Gainesy, Gainesy, Gainesy. So wird nichts mit dir. Der hat mich gerade rausgeschoben. Ganz einfach. Ohne Probleme. Na, schön ganz gemütlich Punkte machen. Na. Läuft doch, Leute, läuft doch. Wir machen es jetzt. 10 Punkte, ein Rebound und der andere plus 7-0. Da kann er gar nichts. Na, er hätte schon fangen müssen, mitnehmen müssen, ne? Die schmeißen aber die Dreier aus allen Entfernungen rein heute, ne? Ein bisschen übertrieben, die Jungs. Na, oh, schon wieder ein Turnover? Really?
Sehr schön. Wenigstens ist nichts draus geworden, ey. So. Und uiuiuiuiuiuiui. Fast verloren den Ball. Aber ich hab noch reingemacht. Das sind zwar keine schönen Punkte, ne? Das sieht zwar nicht schön aus immer, aber... Was macht der Rest meines Teams so defense-mäßig? Kommt da auch noch mal so ein bisschen Action? Foul gezogen. Nummer 1. Nummer... Nee, geht nicht rein. Aber wenigstens nein. Ich wette, die schmeißen wieder einen Dreier rein, ne? Dann springe ich aber hier im Dreieck, ey. Habt ihr den Move von mir gesehen? Habe ich mir mit Absicht das Foul geholt. Zack, und da ist er mir reingehüpft. Sehr schön. Wieder 3 Punkte. Easy Points, ja. Duncan! Okay. Wollte alleine machen. Aber ich freue mich schon, wenn wir richtig Skills haben irgendwann. Dann kann man Alley-Hoops machen und so eine schönen Sachen. Das ist denn richtig bösartig. Es ist so einfach, Alter. 18 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists, Alter. Ja, nach dem Spiel wird keiner mehr über mich jammern. Das Einzige, worüber man jammern könnte, ist der Rest des Teams, Alter. Ah, jetzt fangen sie an zu faulen. Das hasse ich übrigens, dieses taktische Foul-Scheiße. Die spekulieren dann halt darauf, dass wir dann mit den Freistößen nichts reißen. Oder zum Beispiel so ein Turnover dann kriegen, der natürlich jetzt richtig schlecht war von mir. Den macht er auch noch rein, das war noch schlimmer. Okay, weil wenn wir jetzt den Ball schmeißen, die faulen uns direkt. Die spekulieren halt auch, dass wir keinen davon reinkriegen, beziehungsweise nur einen. Und dann haben die ja wieder den Ball. Falls ihr euch fragt, das werdet ihr ganz oft sehen. Auch in der NBA machen die das. Finde ich total nervig, ist auch total kackjes. Ja, dann kommt auch Timeout dazu. Wäre total unnötig gewesen, waren am Ball, waren vorne dran. Hätten auch gerade einen guten Spielzug machen können, aber lasse. Ich meine, die können noch gewinnen. Theoretisch. Ja, jetzt kommen sie wieder mit Fouls hier. Ja, ist so affig. So, 34-27.
Ja, noch 2 Punkte gemacht in der kurzen Zeit. Krass, aber wir haben gewonnen. 18 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal. Ich denke mal... Da kann man sich schon mal wohlfühlen. Ich weiß nicht, warum wir ihn jetzt da wandern sehen müssen. Pris ist athletisch und liebt den Wettkampf. Seine Defense und seine Rebound muss er verbessern. What? Jones hat genug gespielt, um ihn zu beurteilen. Das Problem, er ragt nirgendwo heraus. War ja, genau. Und ich habe ja nicht über die Hälfte der Punkte für das Team gemacht. Nein, nein. Waren ja keine 18 Punkte. Ja, so sieht's aus. Lotteriepick, Junge, Junge, Junge. Steil bergauf, Digga. 24 seconds with Jason Richmond. Ladies and gentlemen, I have to relay this message to you with a heavy heart, but we may have to impeach the president. He's really struggling out there. He's shown flashes of the potential that made him the number one player in the country, but the college game is a different beast. Alter, hast du das Spiel eben überhaupt gesehen? A little faster. The defenses can gang up on you and you can't just jump over them. Who knows? Maybe we should have started at like governor or mayor, but I don't want to be too hasty because he was coached by former college standout Washington Falls. So I think he can turn this thing around. And I hope so. If not for me, for our country. Ja, wenn man sich den Spitznamen President erarbeitet, ist man selber schuld, ne? So. Machen wir hier schon einen Cut? Ja, wir machen hier einen Cut und dann sehen wir in der nächsten Runde das nächste Spiel. Bis Densen, haut rein.